Ja, grundsätzlich unterscheidet man zwischen beschränktem Wachstum und beschränkter Abnahme. Bevor wir zu einem Beispiel kommen im Sachzusammenhang, vielleicht kurz das Allgemeine geklärt. F von T ist gleich eine Zahl, da können auch mal andere Buchstaben stehen, plus oder minus einer Zahl, mal E, E ist die besondere Basis, die Eulersche Zahl, hoch, hier oben immer ein Minus, Zahl mal T, wobei die Zahl hier positiv ist, größer 0. Nicht verwechseln mit, dann ist alles positiv, nur die Zahl selber. Hier vorne muss ein Minus stehen. T ist grundsätzlich die Zeit. C kann eine Zahl sein, die Plus oder Minus ist. Und ganz vorne eine Zahl, die Elemente aus R sein kann, also irgendeine Zahl annehmen kann, ob Plus oder Minus. Es ist aber meistens Plus. Nehmen wir ein Beispiel. Entweder ihr holt irgendetwas aus dem Kühlschrank raus, ein Glas Milch, stellt es in euer Zimmer. Was passiert mit der Anfangstemperatur? Sie nimmt zu und passt sich der Raumtemperatur an. Wir haben also eine Zunahme der Temperatur, die beschränkt ist auf die Raumtemperatur. Gleiches Spielchen geht andersrum. Ihr könntet ein Glas Milch erhitzen auf eine gewisse Temperatur, stellt sie wieder in euer Zimmer. Und was passiert mit der Temperatur? Sie nimmt ab und passt sich wieder der Raumtemperatur an, aber eben durch eine Abnahme. Und diese Abnahme ist dann beschränkt auf die Raumtemperatur. Zum Aufbau. Bei beschränktem Wachstum habt ihr Zahl minus Zahl mal E hoch minus Zahl mal T. Ganz wichtig, weil viele verbinden ein Minus immer mit wegnehmen und es wird weniger. Macht euch da eine dicke Notiz. Bei Zahl plus Zahl mal E hoch minus Zahl mal T haben wir eine beschränkte Abnahme. Ihr könntet als Test jeweils euch die Funktionsgleichung schnappen. Das Ganze hier nicht aufschreiben und euch selber diesen Graph entwickeln, indem ihr Folgendes macht. Ihr berechnet den Y-Achsenabschnitt, indem ihr 0 für T einsetzt. Dann werdet ihr 14 rausbekommen, macht euch ein Kreuzchen auf der Y-Achse. Wenn ihr das Ganze untersuchen würdet auf Hoch-Tiefpunkte, würdet ihr rausbekommen, es gibt keinen Hoch- oder Tiefpunkt. Die Monotonie, also das Steigungsverhalten, besagt, dieser Funktionsgraph nimmt die ganze Zeit zu, aber die Steigung wird immer schwächer. Das Grenzwertverhalten, Limes T gegen Plus unendlich, also was macht der Graph auf lange Sicht? Da würdet ihr herausbekommen 30. Also ein asymptotisches Verhalten, aber gegen den Wert 30. Gleiches Spielchen bei der beschränkten Abnahme. Wenn ihr den Y-Achsenabschnitt berechnet, bekommt ihr 46 heraus. Es gibt keinen Hoch- oder Tiefpunkt. Die Monotonie würde besagen, Abnahme, aber die Abnahme wird immer schwächer. Grenzverhalten, hier wieder 30. Aber entsprechend, da wir von einem höheren Wert als dem langfristigen Verhalten gegen 30 anfangen, von 46, von oben gegen 30. Ich denke, es sollte im Schaubild klar sein, beschränktes Wachstum, beschränkte Abnahme mit den entsprechenden Funktionsvorschriften.